Hallo zusammen, hier ist wieder Tila und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute möchte ich euch wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir mal wieder in den Great Vault reinschauen. Und zwar war ich letzte Woche wieder, naja, halbwegs fleißig zumindest, hab die letzte im Plus gemacht, um quasi den Score fertig zu kriegen für, ja, dieses T-Mog-Set oder diese T-Mog-Items, besser gesagt, die es ab 2.5 gibt. Dementsprechend mit M Plus jetzt erstmal durch für die Season. Und ja, jetzt würde ich sagen, schauen wir mal rein, ob was Tolles drin ist. War quasi jetzt einen, ich glaube ein 17er Key oder so war ich, also nichts Berauschendes. Und dann gucken wir mal, was haben wir da Schönes. Ein Schmuckstück mit einem Haufen Crit. Erdrutsch. Okay, also ich meine, dass das nicht gut ist. Aber bevor wir das jetzt direkt quasi weghauen, schaue ich es mal kurz auf Blood Mode nochmal nach. Ich meine, das kann nichts, das Ding. Sonst, warte mal, jetzt gucken wir mal. Würde ich lieber die Tokens nehmen. Also, was haben wir denn hier Schönes? Machen wir mal Single Target Trinket. Wobei, das ist das hier, ne? Das ist gar nicht so verkehrt. Ja gut, okay. Also, ne? Das hier habe ich. Die beiden habe ich auf jeden Fall halt in der niedrigen Stufe. Das habe ich leider nicht. Also, die wären Single Target auf jeden Fall besser. Jetzt muss ich mal gucken. Das wäre jetzt 41. Also, hier in dem Bereich. Und wie sieht's hier aus? Ich habe die anderen, glaube ich, beide 224. Was ist für 224? Das ist das Rötliche, super, da haben sie natürlich einen Haufen Rottöne, aber, ach komm, geh weg jetzt, aber dann müssten die zu 24 schon besser als das andere sein, zumindest im Single-Target. Und was sagt mir der Multitarget? Also klar, ich könnte jetzt auch simmen, aber simmen dauert halt immer ein bisschen länger. Okay, Multitarget ist es auf jeden Fall weiter unten, ne? Das ist das hier auf jeden Fall auch höher und der dieses Bombending auch, ne? Ah, weiß ich nicht. Also sonderlich berauschend ist es jetzt nicht. Ich könnte jetzt, wenn, dann das Trinket nehmen oder ich nehme halt die Sockelsteine. Komm, ich nehme es mal und eventuell für ein bisschen Item-Level-Push, ne, weil Trinkets habe ich relativ lowe. Die Marken bringen mir auch nicht so viel. Also es ist nicht ganz schlecht, so wie es aussieht, aber es ist halt auch nicht super duper. Beauty. Dann wären wir damit auch fertig. Ich hätte natürlich lieber irgendwie ein T-Teil gehabt. Hier den Kopf zum Beispiel oder so. Oder die Brust, dass ich das noch höher kriege. Aber naja, soll nicht sein. Und ja, damit sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Mit anderen Klassen habe ich tatsächlich nichts gemacht. Weil es mit Nux-Runs und Kara-Runs, die ich letzte Woche gelaufen bin, um die ganzen neuen Sachen zu kriegen, ein bisschen beschäftigt. Aber mit dem Plus sind wir quasi durch. Jetzt werde ich demnächst mal anfangen, ein bisschen PvP zu spielen fürs PvP-Mount. Und da werden wir sicher auch den einen oder anderen World öffnen. Ich verabschiede mich an der Stelle. Und ja, schreibt mir vielleicht noch in die Kommentare, was ihr so im World hattet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.